Es geht wieder los. In 2 Wochen startet die Handball-Saison und dann muss der LHC auch wieder ran. Und zwar gleich bei seinem allerersten Heimspiel in der Lausitz-Arena. Ja, 2 Wochen sind bis dahin noch und das wollen wir heute nutzen, um das aktuelle Team mal ein bisschen mehr kennenzulernen und auch genauer vorzustellen. Ich bin Christian Risse und ihr habt heute die einmalige Chance, heute dem LHC-Team ja Fragen zu stellen und mal ein bisschen auch Fragen herauszulocken und antworten, was ihr eben schon immer mal von dem LHC-Team wissen wolltet. Wie sich zum Sommertag gehört, darf natürlich auch gerne ja, eiskalte Getränke zu sich genommen werden. Da ist das Mosquito heute der erste Ansprechpartner, denn es gibt 2 ganz spezielle Cocktails, die man sich heute mixen lassen kann. Welche das sind, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Und natürlich geht auch mit Kugeleis jederzeit. Da sind wir natürlich auch hier richtig, und zwar beim La Capo. Da darf gerne genascht werden und sich eine eiskalte Erfrischung geholt werden. Und das La Capo hat auch noch was ganz Spezielles für den LHC vorbereitet. Was das sein wird, auch darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Damit fange ich jetzt auch einfach mal an. Ich gehe mal zu dem aktuellen Team. Hier würde ich einfach mal kurz unterbrechen. Ich grüße euch. Eine erfolgreiche Saison liegt ja hinter euch, da dürfte ich auch mal stören. Ja, es erwischt ja jeden. Ihr müsst euch wirklich Rede und Antwort stehen. Und da würde ich einfach mal fragen, wie verlief denn die letzte Saison bei euch? Ja, wir sind Meister geworden, also würde ich sagen, relativ positiv. Auf jeden Fall. Habt ihr euch das Anfang der Saison so vorgestellt, dass es wirklich so erfolgreich wird? Nein, definitiv nicht. Also wir sind mit der Zielstellung letztes Jahr reingegangen, Erster bis Fünfter zu werden. Ja, weil wir doch nicht so den Riesenkader hatten, aber wir sind ziemlich verletzungsfrei geblieben und dadurch konnten wir eigentlich eine gute Saison spielen. Jetzt laufen die Trainingsvorbereitungen. Hier ist jeder dran, auch wenn du gerade nicht wolltest. Wie läuft denn das Training aktuell? Ja, also dem Mal läuft sehr gut. Durch unseren neuen Fitnesstrainer sind wir auch alle körperlich dieses Jahr ein bisschen weiter und schön anstrengend, aber läuft. Ihr wart unter anderem auch an der Stange tätig. Darauf würde ich jetzt gerne mal zu sprechen kommen. Ja, welche Erfahrungen hast du dort gemacht? Also an dem Tag war ich leider nicht dabei. Nee, wirklich. Also ich hätte es mir ja gerne auch mal angeschaut oder auch ein bisschen an der Stange getanzt, aber da war ich nicht dabei. Da musste leider jemand anders. So, das Team ist ja groß. Wer war von euch an dem Tag da und nicht angeschrieben? Enma, 5. Neben dir. Ja, dann schieß mal los. Ja, aber natürlich eine coole Erfahrung, ne? Wie es die Dame gleich mit uns gemacht hat. Mareike hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, war mal was anderes, war ganz cool. Wiederholungsbedarf besteht auf jeden Fall. Sollte es mit der Handballkarriere vielleicht nicht klappen, kommt das vielleicht für dich eines Tages in Frage? Ja, ich denke nicht. Also ganz so begabt habe ich mich dabei nicht angestellt. Müsste noch viel üben, aber ich denke nicht. Die Videos auf jeden Fall sahen nicht schlecht aus. Für die, die es gerne mal sehen wollen, auf der Facebook-Seite vom LHC kann man sich gerne die Videos anschauen. Ja, da die neue Saison startet, ihr hattet ja jetzt auch schon ein Testspiel, wo ihr gesagt habt, Mensch, das war für uns von großer Bedeutung. Da würde ich auch gerne nochmal in die Runde fragen, wie denn das Testspiel verlaufen ist. Für den Anfang war es sehr gut. Man hat zwar trotzdem noch viele Fehler gemacht, oder nicht so, also es geht an Fehlern. Man hat Ansätze gemerkt und verlief eigentlich ganz gut. 2 Wochen sind es ja noch, bis das erste Spiel dann ansteht. Was nehmt ihr euch bis dato noch vor? Die Taktik verbessern, verfeinern, nochmal als Team besser zusammenschweißen und dann sehe ich da Positives. Ja, ich habe es ja gesagt, in 2 Wochen geht's los, am 2. September, da schon mal vormerken, das allererste Heimspiel in der Lausitz Arena. Und das Coole ist, ihr könnt heute alle hier Freikarten gewinnen, denn das Handballturnier steht nicht umsonst hier. Wir möchten gerne ein kleines Spielchen gegen die Spieler hier organisieren, einfach mal aufs Tor schießen und wer dann trifft, der darf dann sich eine Freikarte nehmen und darf dann ja, sozusagen kostenlos zum ersten Heimspiel. Und ganz wichtig ist natürlich auch der neue LHC-Fanshop, den wir hier im Angebot haben. Da gibt es wirklich eigentlich für jeden Geschmack was. Entweder ein Schal, ein Kissen, eine Tasse. Und auch hier ist es so, ein Präsent sich kaufen und dann gratis noch wunderbar eine Freikarte gewinnen. Also ich denke mal, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und wer spielen möchte, einfach ran an das Tor. Und ich würde auch sagen, da würden wir auch gleich mal gerne den ersten Spieler verknacken, der rein muss. Das können wir auch gleich als eine kleine Trainingseinheit hier nehmen. Einfach ran ans Tor. Und dann einfach mal schauen, wer denn hier möchte. Der Trainer hat schon den Ball.
Dann schauen wir gleich mal. Möchtest du werfen? Oh. Möchtest du werfen? Wie gesagt, es geht um eine Freikarte. Und wer kann auch schon mal sagen, dass man gegen einen LHC-Torwart spielen durfte? Ja, ich denke, dass ich werfe. Ja. Gut, der Trainer muss dann doch herhalten. Und schauen wir mal. Er ist Tor. Ja. Die Freikarte geben? Eine Freikarte gibt es aber leider nicht. Und? Jawohl. Deine Freikarte, nicht wegrennen. Die hast du dir verdient. Bitteschön. Und der Starfotograf aus Cottbus, der Michael Helbig, der hat auch schon wieder einen Wunsch. Er hätte jetzt gerne schon das Mannschaftsfoto. Die, die in der Capo sitzen, es darf sie auch Nachtisch geholt werden, denn hier gibt es heute den neuen LHC-Eisbecher zu essen. Und nicht nur, dass er lecker ist, es gibt obendrauf vom LHC auch noch eine Freikarte geschenkt. Also, wer jetzt noch Nachschlag braucht oder sich ja überlegt, was könnte ich denn für einen Eisbecher heute nehmen, ich kann den LHC-Eisbecher empfehlen. Da macht auf jeden Fall alles richtig. Alles klar. Aber Leute, ein bisschen mehr hier. Ein bisschen Hand, da ist nur die große Lücke. Ja. Okay. So. Jetzt zu mir bitte. Schön freundlich, schön lächeln. Super, danke. Frage an Marcel Linge. Gibt es denn Veränderungen im Kader? Gibt es Neuzugänge, Abgänge? Kannst du dazu was sagen? Marcel, ich reiche dir einfach mal das Mikro. Wie sieht's aus im Kader? Ja, das ist ja lustig, weil ich dem Wolfgang gerade gesagt habe, der soll mal eine Frage an jemand anders stellen. Das bin ich jetzt. Ja, es gibt Abgänge. Da bist du, wer ist denn weggegangen, Glenn? Ja. Oh, zwei Leute sind weggegangen auf Positionen, die wir jetzt ganz schnell wieder besetzt haben mit, Achtung, Mohamed Ali. Also er ist wirklich so, dass es richtig gut ist. Wir haben jetzt nicht irgendwo in Afrika gebildet oder so, aber wir haben noch den neuen Papo Mulemba, der bei uns auf die Sportschule gegangen ist, von den Füchsen Berlin zurückgeholt. Da freuen wir uns auch ganz toll. Pablo ist aber in Deutschland geboren, ne? Also das soll jetzt nicht. Und dann haben wir noch den Malik Reimann, in Dresden geboren, ist auch ein bisschen dunkler. aus Dresden, jetzt aus Hoyerswerda, ist zu uns gekommen auf die linke Außenposition, weil Glenn, der seit 3 Jahren hier spielt, regelmäßig verletzt ist. Und wir zwar hoffen, dass er die Saison mal durchhält, aber wir brauchen einfach ein Backup und da haben wir jetzt einen gleichwertigen auf der Position bekommen. Wir sind noch mit 2-3 Spielern im Gespräch, wir brauchen aber immer das nötige Kleingeld, deswegen sind wir auch mit 2-3 Sponsoren im Gespräch. Und wir haben hier drüben 5 Jugendliche, die aus der A nachrutschen können. Das dauert aber noch ein Stück. Erstmal müssen sie die A-Jugend spielen und dann hoffe ich dann in den nächsten 2-3 Jahren, dass sie reinrutschen, dass Peter und Falk, die A-Jugend trainieren werden, das so gut machen, dass wir dann in 2-3 Jahren den Nick auch verabschieden können und vielleicht auch mal den Markus Meyer ablösen können als Kapitän, weil ganz so frisch sind die Jungs auch nicht. Markus Meyer, Captain, muss was sagen. Ihr seid Meister geworden, das hast du erwähnt, voller Stolz, aber dann seid ihr nicht aufgestiegen. Habt ihr den Schmerz über diese Absage inzwischen? Ja, es war ja so, dass der Vorstand und das Trainerteam das vorher schon mit uns vernünftig kommuniziert haben. Also wir wussten schon, wo es drauf zuläuft. Wir wussten, woran wir sind und wir wollten aber trotzdem Meister werden. Weil das, denke ich mal, von jedem auch der sportliche Ehrgeiz war. Und von daher haben wir das gar nicht so zum großen Thema gemacht. Wir konzentrieren uns viel mehr auf die neue Saison, wollen hier wieder alles reißen und da wieder mit Vollgas reingehen. Dann schauen wir mal, wo denn auch unser Eisbecher bleibt. Ich glaube, der ist nach wie vor immer noch in Arbeit. Ist auch nicht schlimm. Dann würden wir einfach mal... Er kommt. Ich höre gerade, er kommt. Oh, ist er das schon oder... Alles klar, er wird gerade serviert, da kann man ja schon mal schauen. Lässt sich auf jeden Fall. So, dann darf ich feierlich auch hier die Freikarte bitte schön für Sie überreichen. Das erste LHC-Spiel am 2. September. Das gibt's hier dazu.
Achso. Das gibt's dazu, Eisbecher bestellt, den LAC gestaltet haben, ist natürlich der Meistertitel vom LAC. Unsere beste Seele des Hauses, die Betriebsleiterin, hat sich ausgedacht, unten eine Kugel Erdbeer reinzumachen, in der Mitte eine Kugel Waldmeister, oben eine Kugel Joghurt und das Ganze verfeinert schön mit Stracciatella-Soße, Minzblätter, Erdbeeren und natürlich unserem LAC-Mantel. Die passenden Farben zum LAC, du hast es gerade schon gesagt, der Button hier oben, den kriegt man ja sozusagen als Bonbon dazu. Was hat es mit dem Button? Nein, leider gibt es nicht Button dazu. Wenn man den mit dem Button haben möchte, bezahlt man 1 Euro mehr. Okay, aber ich denke mal, der 1 Euro ist ja, genau. Schmerzhaft, weil man sich dann schon bald überall anziehen kann. Super! Weil das ist nicht so einfach, da ist nichts gekünstelt, da wird nichts über Geld entschieden, das ist ein großer Unterschied zum Fußball und das macht nicht nur einen Sponsor stolz oder den Fan stolz, sondern dass die das halt eine Region stolz machen und dass man mit Leidenschaft dahinter steht und deswegen ist das Ganze wirklich ein Sport zum Anfassen und wo jeder mit dabei sein kann. Da haben wir es und wer sich natürlich beim LAC engagieren will, auch dort jederzeit auch gerne Leute gesehen, einfach mal beim LAC dann melden und wir sehen ja hier heute schon, den großen LAC-Stand, auf den kommen wir natürlich auch noch mal zu sprechen. Du bist erstmal entlassen, vielen Dank. Ah, und wer wirklich Lust hat, hier sich noch mal so einen coolen Leck- und Sommerdrink zu genehmigen, da stehen euch die Kollegen von Mosquito gerne zur Verfügung. Und dort heißt es dann, sich einfach einen leckeren Drink mixen lassen. C-Shop, was ist so das Angebot? Was gibt's dort alles? Ja, wir haben natürlich von den Textilien bis über Glas alles, was man tragen kann. Was man braucht, vielleicht auch manchmal nicht braucht, aber auf jeden Fall haben sollte, haben wir alles im Angebot, im Online-Shop, im Stadion, heute hier. Deswegen, und jetzt neuerdings auch im Da Capo, zusätzlich zum Eisbecher. Also eigentlich überall der Handball präsent. Deswegen die Leute immer herzlich gerne eingeladen, auch mal den Fanstand zu besuchen und immer zu gucken, was es Neues gibt. Damit unterstützt ihr natürlich den, in erster Linie den Handballsport, den Nachwuchs. Deswegen Merchandising für jeden Verein immer kein ganz unwichtiges Thema. Dort findet ihr alle Infos und von dir würde ich jetzt gerne nochmal wissen, ja, LAC, warum seid ihr dort auch immer treue Unterstützer und haltet sozusagen den LAC mit Kristallnägeln die Stange? Ja, wir unterstützen natürlich auch den regionalen Sport. Wir sind ein Cottbuser Unternehmen, die Fabrik ist deshalb in Döbern und wir versuchen auch kleinere Vereine zu unterstützen, bis hin zu größeren Vereinen, Fußball, Handball, natürlich vornehmlich hier. Und wie mein Kollege schon sagte, hatte der LAC vorher noch gar keinen Fanshop in dem Sinne und wir haben uns dann überlegt, Mensch, damit unterstützt man ja auch den Verein, jeder Fan, indem er auch was kauft. Unterstützt den Verein finanziell, weil natürlich die Erträge auf den Verein gehen. Und dementsprechend haben wir einen Online-Shop umgesetzt und an allen Spieltagen gibt es auch einen Stand. Das Sortiment wurde ja immer mehr erweitert. Was war denn so in der letzten Saison das oder das Artikel, der Artikel, ja, der unbedingt wegging von den Fans, der meistens verkauft war? Ja, ganz überraschend das Meistershirt zum letzten Spiel. Das ist fast ausverkauft gewesen. Und die Pins gehen immer sehr gut, auch Gläser. Wir haben ja Gläser von dem LAC und die sind sehr gut weggegangen. Natürlich die Klassiker, Kapitänen, Pins, T-Shirts, Schals. Super, dann danke ich dir erstmal. Die mitspielen beim LAC, das sind die drei Tage. Ach, da habe ich ja gleich den richtigen erwischt. Sehr gut, das nennen wir dann Glück. Ja, die haben ja wirklich klein angefangen und sind jetzt groß. Genau. Macht einen auf jeden Fall stolz. Ich hab's miterlebt, wie sie von klein an groß wurden. Und auch nur den Ball in der Hand hatten. Ne? Deswegen heute noch. Ne? Am schönsten war der Alex. Der ist krummbeinig auf die Wiese, aber den Ball hat er in den Händen gehabt. Sehr schön. Na, dann ist ja klar, dass die bei jedem Handschuh dann, denke ich mal, auch ja, dabei sind. Wie ist es dann? Sie haben die Kleinen aufwachsen sehen und jetzt sozusagen große Stars in der Laus Arena. Genau. Was geht einem durch den Kopf? Na. Ich freue mich auch, dass wir Nick überreden konnten, noch ein Jahr weiterzumachen. Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber er ist halt vom Typ her etwas älter schon und er möchte Familie gründen und er möchte sich dann halt auf andere Dinge konzentrieren. Und ich freue mich, dass er noch Standby hinter Pablo, den wir hier verpflichtet haben, und hinter Ali, dass wir da jetzt noch einen Spieler haben, der Standby nur eine sichere Bank ist. Ich denke, wir sind gut vorbereitet bisher.
Peter hat es gesagt, wir sind viel in der Motivationsphase tätig oder in der Motivation tätig. Wir müssen die Jungs motivieren, hier zu bleiben. Wir müssen die Jungs motivieren, hier zu arbeiten. Da sind wir unseren Sponsoren ganz dankbar. Wir haben hier, glaube ich, 3 Leute bei der GWC. Wir haben 1-2 Leute in der Sparkasse untergebracht. Wir haben bei vielen anderen Firmen der Region Lehrstellen und Arbeitsplätze. Nicht wir haben die geschaffen, sondern haben die Jungs darunter bekommen. Das ist auch eigentlich der einzige Punkt und die einzige Möglichkeit, Handballer, die aus der Sportschule gut ausgebildet kommen, hier in der Stadt halten zu können. Blicken wir schon mal so ein bisschen auf die nächste Saisonvorbereitung. Am 25. August geht es ja dann wirklich los, und zwar im Kolkwitz Center. Auf was dürfen wir uns denn dort an dem Abend freuen? Das weiß ich nicht, das weiß vielleicht der Präsident. Dann reiche ich gerne mal weiter. 25. August ist ja nicht mehr weit hin. Darf man das schon verraten, was es dort für uns ja, Zuschauer, Gäste, Fans zu erwarten gibt? Was Freitag, nächste Woche. Wir spielen Handball. Ja, ihr spielt Handball. Welche Überraschung, Fußball ist es nicht, es ist tatsächlich der Handball. Nee, nee, ich heavy. Pass auf, das muss ich Ihnen zurückgeben, das war jetzt gemeint. Also ich erkläre es, weil der Präsident wollte gern als Präsidium gegen die Frauenmannschaft spielen. Das wollten wir eigentlich am 25. machen. Er hat aber nicht ausreichend Wettkämpfer gefunden, die ihn unterstützen gegen die Frauen, weil niemand will gegen Frauen spielen und schon gar nicht verlieren. Und unsere Frauenmannschaft ist sehr gut und da war das recht grenzwertig. Also wir spielen am 25. gegen HC Spreewald, das ist ein befreundeter Verein über Jahre. Wir wechseln auch immer wieder mal Spieler, die wechseln vorwiegend schicken wir Spieler hin, die bei uns noch nicht ganz den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Was gibt's? Handball gibt's? Es wird was zu essen und zu trinken geben. Du wirst das moderieren, hoffe ich. 25. August, dort geht's dann heiß her und dann ist es auch am 2. September soweit, das große Spiel LHC gegen die zweite Mannschaft von den Füchsen Berlin. Da steigt auch so langsam, auch im Präsidium bestimmt, die Anspannung, dass es endlich wieder losgeht, oder? Ja, das ist jetzt das wichtige Spiel und das muss auch gewonnen werden. Da geht es gegen die Füchse. Ich bin ja Berliner gebürtiger. Das müssen wir jetzt mal gewinnen. Und da gibt es ja noch ein paar andere Berliner, die haben vielleicht auch noch eine Rechnung offen. Abgesehen davon ist es immer schön, wenn das erste Spiel gewonnen wird. Das motiviert dann für die nächste Zeit. Und naja, wenn ganz Cottbus halt kommt, ne, oder zumindest 1.200 Leute, das wäre halt schön für so eine Halle, die brummt richtig. Letztes Jahr hatten wir ja ein Spiel mit über 1.400 Gästen. Dann wäre das eine große Unterstützung. Ja, dann dürft ihr natürlich auch noch gerne ein zweites Mal ran. Und dann eure Preise. Na? Ja, gut integriert bei den ganzen anderen Spielern. Ja, klar, also ich kenne ja alle schon seit Jahren und das ist eigentlich das Gefühl, als wäre ich nie weg gewesen. Also, ja, oh, also wurde super aufgenommen und fühlt sich halt immer noch so an wie früher. Blicken wir mit dir auch mal kurz auf die neue Saison. Was nimmst du dir speziell jetzt hier beim LHC vor? Also ich denke mal, ich werde das Ziel wie alle anderen Spieler auch haben. Also die anderen Jungs hatten letztes Jahr den Erfolg, Meister zu werden und auch Verliebmeister zu werden. Dass sie es halt auch schon vor dem letzten Spieltag entschieden haben. Und ich denke mal, die Jungs sind auch heiß, ihren Titel zu verteidigen. Und da möchte ich halt auch mithelfen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du schon dran denkst, 2. September dann ausgerechnet gegen die Füchse Berlin? Ja, es wird ein ungewohntes Gefühl sein, gegen seine alten Teamkollegen zu spielen. Aber das hatte ich ja letzte Saison auch. Ich freue mich trotzdem drauf, weil ich denke mal, das wird ein ziemlich knappes Spiel. Und ja, die Füchse gehören ja auch mit zu den Aufstiegsfavoriten. Und ja, ich hoffe halt auf eine volle Halle und auf ein geiles Spiel. Gut, dann danke ich dir erstmal. Und ansonsten, falls es noch irgendwelche Artikel gibt, die ihr unbedingt haben wollt, einfach mal in den Fanshop vom LHC hereinschauen. Das ist nur eine kleine Auswahl. Im Fanshop online gibt es natürlich auch noch jede Menge mehr. Und dann darf ich euch hoffentlich alle recht herzlich dann begrüßen am 2. September, wenn dann die neue Handballsaison wieder losgeht. Alle Infos dann dazu auch, na klar, auf der LHC-Seite oder auf der Facebook-Seite vom LHC. Ansonsten, wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, dann hier jederzeit gerne stellen. Ansonsten war es das erstmal vom offiziellen Part und euch allen noch einen schönen Nachmittag.